Servus ihr Lieben, hallo Freunde des gepflegten Brettspiels. Ja, heute ist wieder eine große Schachtel bei mir angekommen. Die ist sogar noch ein bisschen größer wie die letzte und auch ziemlich schwer. Ich sehe gerade, die wiegt 17,464 Kilogramm. Ja, ihr werdet es sicher schon erahnen, das ist wieder ein neuer Kickstarter, der angekommen ist. Also die Woche ist wirklich krass, erst Zombicide und jetzt das Schätzchen, das hier drin ist. Und auf das Spiel habe ich mich tatsächlich noch eine ganze Ecke mehr gefreut wie auf Zombicide, weil Zombicide kennt man halt schon, da waren die Miniaturen zwar cool und sie haben ein paar neue Sachen geändert, aber da soll es ja heute nicht drum gehen, sondern um das Spiel, das hier drin ist. Ja. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Auch wieder was mit Miniaturen in einem asiatischen Setting. Vielleicht kann das der ein oder andere schon erraten. Was natürlich nicht so geil ist momentan, ist, dass man halt Kampagnenspiele gerade schlecht spielen kann. Aber es gibt inzwischen, glaube ich, Regeln, wo man das auch zu zweit bzw. auch solo spielen kann. Zum Reinkommen werde ich das auf alle Fälle mal probieren. Aber genug geschnackt, jetzt schauen wir mal rein. Ordentlich verpackt, ist gut. Packed with care, Fulfillment Europe, your Fulfillment Partner in Europe. Schön, falls ich mal irgendwas, ein Kickstarter oder sowas mache, dann schaue ich mal bei Fulfillment Europe vorbei. Oh, okay. Jede Menge Packmaterial. Sehr gut, sehr gut. Und es schaut auch so aus, als wäre alles gut angekommen. Ja, oh, was ist das denn? Okay, dann fangen wir gleich mal mit dem Hauptteil an, damit ihr auch wisst, worum es geht. Oh, jeez. Ja, leck mich doch fett. Oh, darf man das überhaupt sagen? Das ist echt schwer. Midara. So, jetzt könnt ihr es auch sehen. Kooperativer Dungeon Crawler, der sehr, sehr storylastig ist. Das heißt, man hat ein richtig dickes Buch mit Texten, die liest man immer wieder. Ich glaube, es gibt inzwischen auch Foreteller, ist so eine App, die liest euch das vor. Aktuell, glaube ich, nur auf Englisch, aber das Deutsche ist nagelt mich nicht fest, aber ich glaube, das ist schon in Arbeit. Kann sein, dass das ein Fanprojekt war. Und erzähle ich euch dann später nochmal, wenn wir reinschauen. Und das Einzige, wo ich ein bisschen Bedenken bei dem Spiel... Okay, zwei Sachen. Das erste ist das Setting. Das ist so ein Anime-Schul-Klassen-Fantasy-Mischmasch-Gedöns. Ich hoffe, die Story ist mir nicht zu kindisch und gut geschrieben. Aber da hat man im Netz schon so das ein oder andere gelesen, dass es wohl relativ gut geschrieben sein soll. Und dass die Textpassagen teilweise so lang sind, dass man da 20 Minuten dran liest. Ja, aber schauen wir mal. Das ist wirklich schwer, dieses Ding. Da kriegt man halt wenigstens noch ordentlich was für sein Geld. Dann, genau, ich bin übrigens All-In gegangen, das war jetzt der zweite Kickstarter. Sprich, es gibt einen Act 1, der ist jetzt geliefert worden. Act 2 und 3 kommen dann in Wave 2 oder 2 und 3, keine Ahnung, weiß nicht, wie sie das jetzt genau machen. Aktuell ist es, glaube ich, so angekündigt, dass es dann noch eine Second Wave gibt. Und wenn es wieder so ein Brocken ist, mein lieber Mann. Also ich habe den ersten Kickstarter verpasst, bin jetzt im zweiten eingestiegen. Hab da Through the Portal, Through the Mirror with Swag, also mit allem Krimskrams genommen. Das sind die Promo-Sachen vom ersten Kickstarter. Da sind nochmal ein paar mehr Feinde drinnen und auch neue Helden, die noch mit drinnen sind. Ein paar neue Items und ja, ein paar hübsche Plastikfiguren hoffentlich. Dann haben wir hier... ein Kickstarter 2 Resin Kit. Da weiß ich nicht, warum das hier irgendwie extra nochmal ist. Lass mal kurz reingucken. Oh, ah, okay. Also da sind dann die Figuren an sich drinnen. Mhm. Die schauen wir uns auch nochmal genauer an. Resin-Figuren sind ja immer ein bisschen
tricky bei der Handhabe. Aber da kann ich euch dann vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, wenn ich sie dann später mal anmalen werde. Dann haben wir das hier. Schauen wir mal. Ah, cool. Genau, dann habe ich mir auch noch die Playmats dazu geholt. Das ist, finde ich, meistens ein sinnvolles Add-on bei einem Kickstarter. Auf diesen Matten spielt es sich einfach ganz gut. Ja, vielleicht ist es ein bisschen Geschmackssache. Natürlich kommt es auch sehr auf die Optik der Matten an und ob sie wirklich nötig sind. Aber zum Beispiel sowas wie bei Ankh, da habe ich auch die Matte dazu genommen oder bei Rising Sun. Und es wertet das Spiel einfach nochmal deutlich auf, wenn die Matten auch vernünftig gemacht sind. Also hoffe ich, dass die von Midara auch entsprechend gut sind. Schauen wir uns auch gleich nochmal im Detail an. Und dann haben wir nochmal eine große Kiste. Kommt mal die Kiste hier runter. Dann seht ihr auch wieder ein bisschen mehr. So, da steht jetzt drauf Midara Update Pack Resin Kits und Dice. Gut, schauen wir mal rein. Dann haben wir, das ist einfach ein Platzhalter, da waren die Würfel drinnen, die schauen, ja, relativ unspektakuläre Custom Dice. Es sind halt Bücher drauf und Schilde drauf und Sternchen drauf und verschiedene Zahlen. Ich habe die Anleitung übrigens noch nicht gelesen, also ich habe mal ein bisschen reingelesen, aber solange das Spiel nicht auf dem Tisch ist, ja, nimmt man ja ganz gerne mal irgendwie ein bisschen Abstand und sagt, okay, passt schon. Ich habe es lieber auf dem Tisch und versuche mich dann richtig in die Regeln reinzuarbeiten, aber ich wollte einfach mein Gefühl für das Spiel bekommen. Dann ist drinnen auch schön von der Optik her auf alle Fälle, wenn das ein Stil ist, der euch gefällt. Finde ich das schon ganz cool. Auch hier nochmal. Wow. Und zwar ist das 1.1 Update Pack. Das ist auch immer witzig, das ist von Succubus Publishing und der Slogan von denen ist Stay Sexy. Da ist dann das, also wenn ich es richtig verstanden habe, es ist so, dass vom ersten Kickstarter auf die Version jetzt gab es ein paar Sachen, die sie verändert haben und das ist hier mit dabei. Genau. Und dann sind hier natürlich noch die Resin-Kits drinnen, also die Figuren, die hier drinnen sind. Da gibt es dann hier nochmal ein Schächtelchen. Keine Ahnung, warum sie das so gemacht haben. Vor allem das hier ist ja auch eingeschweißt. Also im Internet habe ich schon mal gelesen, dass hier die Figuren nicht drinnen sind. Warum man das auch immer macht. Ansonsten habe ich die Figuren doppelt. Auch cool. Vielleicht verlosen wir die oder wie auch immer. Genau, also hier die 10 Resin-Kits, die man sich dann noch mit dazu holen konnte. Ich habe bisher noch nicht so viele Resin-Figuren, ja, aber da waren auf alle Fälle ein paar dabei, die schon ganz nice ausgeschaut haben. Außerdem sind es, wenn ich es richtig verstanden habe, zusätzliche Charaktere, die man spielen kann. Was bei einem Dungeon Crawler eigentlich immer ganz cool ist. Jo, das war jetzt erstmal die erste Auspack-Action. Dann schauen wir uns die ganzen Sachen doch einfach nochmal im Detail an. Starten wir doch einfach mal mit dem Grundspiel. Also Act 1. Der Kickstarter war Act 2 und 3. Aber natürlich muss man erstmal Act 1 durchspielen. Wenn Act 2 und 3 genauso groß sind, also es ist eine ordentlich schwere Schachtel. Ist nicht ganz so groß wie die von Kingdom Death Monster, aber trotzdem ein ordentliches Schwergewicht. Und weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Man hat hier auch wieder einen Glanzeffekt mit drauf. Das ist schon immer sehr schön. Wir haben hier ein Narrative-Driven Game von Succubus Publishing. Der Designer ist der Brooklyn Lundberg und entwickelt hat es der Alex Hansen.
der Clayton Helm und die Brenna Moncure. Ja, irgendwie so. So. Lass mich hier hin. Ja, als erstes sieht man eine ganze Lage Figuren. Ich mag es ja immer, wenn ein paar größere Figuren auch mit dabei sind. Das ist irgend so ein Todesbaum. Eine sehr abgefahrene Fleisch- oder seelenfressende Seerosenpflanze. Das ist auch sehr pflanzig und da oben sitzt nochmal eine Nackerte drauf. Dann haben wir ein seltsames Final Fantasy Knochenkopfmonster. Dann den König auf seinem Thron. Und ein paar Engel oder Feen, die um einen Sarg oder sowas rumfliegen. Dann haben wir nochmal eine Lage mit Figuren. Da sind die ganzen Helden drinnen und die Minions. Da gibt es dann so kleine Ratten, dann schauen die schon aus wie Zergs, dann Käfer, Pflanzen, Zombies, ein Eisgolem, zwei so Krieger, Wassergeister, hier die Helden, so eine Roboterpuppe. Ja. Dann gut geschützt darunter, in sehr cool mit Ringbuch hier. Und zwar ist das der Dice Breakdown und das ist ja auch spannend. Ah, okay. Warum sie das gemacht haben? Also da gibt es einfach eine Seite. Die ist vielleicht zum Schutz oder irgendwie sowas da. Keine Ahnung. Und die Seiten von der Anleitung, die sind jetzt auch wieder ein bisschen. Ja, weil das nur das. Ne, die Seiten von Anleitung sind relativ dünn, aber das passt. Das ist ganz normal Anleitung. Und das Cover ist ein bisschen dicker. Genauso wie das hintere. Deswegen verstehe ich nicht, warum hier nochmal so ein zusätzliches Blatt mit drin ist. Vielleicht ist das nur zum Schutz beim Transport. Genau, also das ist das Regelbuch, die Version 1.1. Das ist auch das, was ich vorher gemeint hatte, dass das abgedatet ist. Dann haben wir Act 1, und zwar das Diagrammbuch. Da sind die ganzen Levels drin, durch die ihr spielt, die ganzen Begegnungen. Also es ist ja eine Geschichte und ihr habt immer Encounter. Und die Encounter spielt ihr dann entsprechend in Diagrammen. Dann gibt es ein Crawlbook. Das Crawlbook ist, wenn ich es richtig verstanden habe, sind quasi One-Shot-Missionen, die ihr spielen könnt. Also Crawls, die könnt ihr auch mitten in der Geschichte einfach mal einen Crawl spielen, um euch aufzuleveln, um bessere Ausrüstung zu bekommen. Oder wenn ihr einfach nur mal Bock habt auf einen One-Shot. Dann gibt es das Body-Pack. Blight Terror Difficulty. Das ist ein Steckbrief. Und eine kleine Mini-Geschichte, die ihr mal eben schnell spielen könnt. Finde ich eine coole Idee, dass es so unterschiedliche Arten gibt, dieses Spiel zu spielen. Dann einen ganzen Pack mit Zipbeuteln. Dann haben wir große Karten, die Hidden Cards. Dann haben wir hier auch wieder Standees für Figuren, die nicht hier mit enthalten sind, wobei ich die noch nicht gefunden habe. Muss ich dann gleich mal gucken. Dann für die Bases wieder so Anklipser. Dann nochmal einen Satz Würfel. So einen Satz Karten. Dann stapelweise mittelgroße Karten. Das sind
hauptsächlich wohl Ausrüstungsgegenstände. Da hat man auch auf einer Seite, das zeige ich euch auch gleich noch, auf einer Seite ist das Artwork vielleicht ein bisschen detaillierter und auf der Rückseite nicht so detailliert, wobei ich immer nur quasi von dem einen die Seite sehe und dann von dem anderen eine andere. Na, da gibt es natürlich auch wieder Hidden Cards. Dann, ja, einen, schauen wir gleich mal, wie viele das sind. Ein fetter Stapel mittelgroßer Karten und ein genauso fetter Stapel mit den kleinen Karten. Auf den kleinen Karten, das sind dann zum Beispiel Assemblage, ich glaube das sind Skills zum Beispiel, Sanctus, Initiative, dann gibt es Upgrades, dann das ist nochmal Sanctus, das ist genau, wenn du auflevelst, kriegst du ein Skill und das sind die Skill-Karten dazu. Außerdem gibt es natürlich auch wieder einen Backerl mit den Hidden Cards. Dann das Herzstück und wahrscheinlich auch das schwerste in der ganzen Box drin, ist das Adventure Book. Und das ist massiv fett. Schauen wir mal schnell, wie viele Seiten das hat. 482 Seiten. Und da sind alle Geschichten drin, alle Storyzweige, da liest du durch, da sind coole Artworks mit drinnen, also da haben sie sich richtig, richtig, richtig viel Mühe gegeben. Ich bin gespannt, ob ich jemals durch diese Geschichte durchkomme und wenn dann Act 2 und 3 kommt, wenn es nochmal so ein Schinken ist, mein lieber Mann, ich muss ab jetzt keine Spiele mehr bestellen, also es kommen noch jede Menge und wenn ich jetzt aufhöre, Spiele zu bestellen, kann ich wahrscheinlich für den Rest meines Lebens einfach spielen. Ja, Kingdom Death, Midara, Sword and Sorcery, ja, genug. Frosthaven kommt auch noch. Ja, ich bin immer ein bisschen zwiegespalten, was diese Ringbücher angeht. Es wirkt schon ganz cool, aber beim Gloomhaven Regelbuch, zumindest bei der ersten Edition, war das auch so. Da gab es auch dieses Ringbuch, wenn ich mich richtig erinnere. Und da hat man ja auch öfter drin geblättert. Und das ist halt inzwischen, das merkt man auch, ja, es ist lang nicht so langlebig. Und ja, ich weiß nicht, ob es die beste Option ist, sowas den Spielern zu geben. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das Ganze gibt es ja auch, wie ich schon im Intro gesagt habe, in Foreteller. Das heißt, es wird alles vorgelesen. Also wäre schon krass, oder? Also wenn du jemanden hast, der das alles einlesen muss. Mein lieber Mann, da hätte ich ja keinen Bock drauf. 482 Seiten. Dann gibt es natürlich ein Adventure Sheet. Und noch Bodentiles. Und jetzt frage ich mich ernsthaft, wofür denn diese Dinger hier sind. Ah, okay. Alter Trick. Bodentiles. Das ist noch nicht alles. Ganz unten ist nochmal ein schöner Bogen oder zwei Bögen. Okay. Ein Bogen Pappe. Könnt ihr schon basteln. Dann habt ihr einmal auf einem Pappbogen die Map. Keine Ahnung, was man damit macht, ob man die irgendwo hinhängt oder so. Und dann, ich würde sagen, das machen wir am besten. So. Ja, hier übrigens auch ganz schön, ist der Innenrand der Schachtel ist auch nochmal gestaltet. Ja, finde ich cool. So kleine Details. Mag ich immer ganz gerne. Da merkt man einfach, dass das jemand gemacht hat, der ein bisschen verspielt ist und sehr viel Liebe für das Produkt hat. Ja, hier hat man dann nochmal reihenweise Marker. Und noch mehr Marker. Und hier unten fangen dann auch die Monster an, die jetzt nicht im Spiel mit drinnen sind.
Vorder- und Rückseite. Rückseite ist oft was ganz was anderes. Genau, und da hat man auch solche Aufsteller hier. Die baut man dann einfach zusammen. Und ich glaube, deswegen haben sie die in den Upgrade, ins Upgrade mit reingemacht, weil die halt nur aus Pappe sind und die halten wahrscheinlich einfach besser. Wenn von euch schon jemand Midara die erste Version hat, dann kann er mir das gerne schreiben. Würde mich interessieren. Okay, den hier haben wir doppelt. Das ist auch spannend. Ich hoffe, da ist kein Fehler passiert. Ungewöhnlich, dass... Ah, nee, es ist nicht ganz doppelt. Also hier die zum Beispiel, die sind anders. Und oben die Marker sind auch ein bisschen anders. Hat nur so ausgeschaut wegen ihm hier. Er hat mich abgelenkt. Doch nicht gleich. Vier unterschiedliche Bögen. Und dann nochmal einen Bogen komplett. Fast mit Monstern, bis auf das eine Feld hier unten. Ja, das ist mal eine ganze Menge. Schachtel ist jetzt auch leer. Aber ihr seht, reichlich Material, um sich jetzt damit eine Zeit lang zu beschäftigen. Ich vermute mal, ich werde wenigstens mal eine Mission im Solo spielen. Lese mich dazu auch nochmal ein bisschen ein, ob man das gut Solo spielen kann. Das spielt man dann wahrscheinlich mit vier Helden. Aber wie bei allen Story-Spielen, ich mag sowas einfach mit einer Gruppe erleben. Und wenn ich das System verstanden habe, das habe ich ja bei Tainted Grail auch schon gemacht. Ich habe die ersten zwei, drei Missionen für mich mal gespielt und dann aber auch sofort aufgehört, weil ich mir dachte, cool, da brauchst du andere Leute dafür. Das macht einfach viel mehr Spaß, wenn man dann, vielleicht liest dann der eine auch irgendwie cool vor oder so. Genau, Brettspielen ist halt einfach ein Gruppenerlebnis. Momentan ein bisschen schwierig, aber es geht auch wieder vorbei. Ja? Und dafür haben wir halt jetzt einfach auch schon uns ganz gut vorbereitet und wenn es dann wieder geht, dann treffen wir uns wieder und spielen zu viert das coole Midara durch. Ja, ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie es mit Midara weitergeht. Vielleicht auch schon dann nach der ersten Solo-Partie, wie es mir denn gefallen hat, was ich für einen Eindruck habe. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwas wissen wollt, irgendwas genauer sehen wollt zu Midara oder generell bei so einem Unboxing, lasst mich einfach wissen. Ich weiß, das Video ist jetzt relativ lang geworden, aber es war auch eine Menge Zeug. Ich habe euch ja die Sprungmarken gesetzt, das heißt, ihr springt dann einfach mal dahin, wo es euch gerade gefällt. Da das jetzt aber schon, na, es ist noch nicht das Ende des Videos. Ich habe das in einer anderen Reihenfolge aufgenommen. Ich denke mal, dass ich den Teil jetzt direkt an den Anfang setze. Und jetzt im Nachgang kommen dann die ganzen anderen Sachen. Das Update-Pack, das Kickstarter-Promo exklusiv, den Resin-Kit und die Matten. Schaut einfach rein, wie ich es gemacht habe, kann ich euch jetzt gerade nicht sagen. Einfach den Sprungmarken folgen und genau, wenn ihr Fragen habt, irgendwas wissen wollt, lasst mich wissen. Ich verabschiede mich jetzt schon mal und dann vielleicht nochmal am Schluss. Man sieht sich am Brett. Ciao! Dann kommen wir zum Kickstarter Promo Pack. Das sollten fast alle Sachen aus dem ersten Kickstarter sein, die da noch mit dazugekommen sind. Das ist natürlich bis auf das Grundspiel. Und ich glaube, bin mir da eigentlich ganz sicher, es gibt noch ein, zwei Szenarien, die da zusätzlich im Kickstarter mit reingekommen sind, also Optional Buys. Ach, wisst ihr was, ich schaue jetzt einfach schnell mal nach. So, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das ein Teil von den Kickstarter 1 Promos und dann gab es noch ein Piratenabenteuer. Das kommt dann in der Second Wave, war in dem Kickstarter jetzt ein Optional Buy für nochmal $50. Ich habe jetzt also insgesamt mit, also nicht alles das, was da ist, sondern da kommt dann auch noch der zweite Act und der dritte Act. Dann gibt es noch Headhunter Packages, dann gibt es noch zusätzliche Adventure Packs, dann gibt es noch das Adventure Pack vom ersten Kickstarter. Also da wird noch eine Menge mehr kommen. Und alles zusammen mit den Resin-Kits, den zusätzlichen Würfeln, bla bla blub. Ich habe keine Hüllen oder so, war ich glaube ich so bei 500 Euro. Ich habe also beim Second Kickstarter habe ich jetzt den niedrigsten Pledge-Level gepledged, also Act 1 und die Stretch Goals von dem Kickstarter. Und im Pledge Manager habe ich dann noch Return to the Portal with Swag genommen und noch ein bisschen extra Krams. Ja, also hier ist jetzt ein Teil der Kickstarter 1 Promos drin, die nicht in dem Piratenpack mit drin sind. Das Piratenpack zeige ich euch dann beim nächsten Mal. Genau.
Also, was natürlich schon auffällt, es ist sehr schön produziert auch wieder. Also man hat es auch, es ist sehr edel, es ist so ein mattes Design. Die Jungs wissen auf alle Fälle, was sie machen. Also wenn einem grundsätzlich dieser Stil gefällt, ist es was Cooles im Regal zu haben. Also ich muss sagen, es ist, also ja, gut, es ist grenzwertig, aber das ist Kingdom Death Monster auch. Also eher mal sexistisch, große Brüste, viel nackte Haut. Ich vermute aber mal, dass es bei den Jungs genauso ist, dass die einfach völlig überzeichnet sind. Das ist der Stil. Es gibt Leute, die damit natürlich, ja, nicht natürlich, es gibt Leute, die damit vielleicht ein Problem haben, die das nicht so gern haben. Man kann es nicht gut mit Kindern spielen, aber es muss ja auch nicht jedes gute Spiel gut mit Kindern zu spielen sein. Das ist einfach ein Erwachsenenspiel. Ja, und damit, man kann sich entscheiden, ob man es möchte oder nicht. Die Karten finde ich auch sehr edel gemacht. Im oberen Teil gibt es dann immer ein Artwork. Unten, ja. Das erkläre ich euch alles, wenn ich die Regeln gelesen habe. Aber trotzdem sehr schön gemacht. Auch hier, das sind die Charakterkarten. Also die Abenteurerkarten. Und dann hat man auf der Vorderseite hat man die Regeln, Charakterbeschreibung und hinten zu jedem Charakter nochmal eine Geschichte. Die Pappe ist ein bisschen dünn, da hätte ich mir, glaube ich, etwas dickeres Material gewünscht. Und es scheint aber nicht so anfällig für Fingerdappe zu sein wie Kingdom Death Monster. Alle, die es bei sich daheim haben, die wissen, was ich meine. Ich habe mir ernsthaft schon mal Handschuhe rausgelegt. Immer wenn ich Kingdom Death Monster viel Hand habe, dann fasse ich das tatsächlich eher mit Handschuhen an. Also das Regelbuch zum Beispiel. So, das ist eingeschweißt. Kann man machen. Witzigerweise sind hier dann auch noch die passenden Zipbeutel dazu drin. Also einmal kommt es eingeschweißt, wahrscheinlich irgendwo vom Band oder so. Genau, weil das kann eine Maschine machen. Ja, das ist dann einfach so ein Schlauch im Endeffekt und dann kommen von der einen Seite die Karten und dann wird es eingeschweißt. Und die Karten hier reinpacken, das wäre eine manuelle Tätigkeit und deswegen bekommt man die so verschweißt, weil das ist wahrscheinlich für den Transport besser, um sie dann in den Zipbeutel hineinzupacken. Glaube ich zumindest. Aber interessanterweise waren die in dem Zipbeutel drin. Naja, egal. Dann haben wir hier nochmal kleine Karten. Ja, den Entschluss, keine Sleeves geholt zu haben, ja, den bereue ich gerade schon ein bisschen. Da muss ich mir überlegen. Ich hoffe mal, dass das Spiel hauptsächlich Standardkarten hat. Gut, das sind natürlich schon wieder keine Standardkarten, aber dass zumindest diese zwei Standardkarten sind, weil da kriegt man relativ leicht Sleeves her. Und ansonsten muss man halt einfach im Internet mal schauen. Wenn ich irgendwie was gefunden habe, dann kann ich euch das auch gerne mal unten verlinken. So, dann schauen wir uns mal die Qualität der Plastikfiguren an. Na schön. Also auch wie bei Zombicide gibt es so praktische Farbringe, die man dann an die Figuren anklipst, damit man auch weiß, wem sie gehören. Und auch wie bei vielen Spielen inzwischen üblich, hat man halt hier ein Tiefziehtray, damit die Figuren dann auch immer schön aufgeräumt sind. So, schauen wir doch mal. Fangen wir mit den großen an. Also sie sind relativ schwer, das Material. Es fühlt sich so ein bisschen gummiartiger an. Ja, also die GW-Figuren sind sehr steif. Die Kingdom Death Monster-Figuren, die wirken ein bisschen wachsig von der Oberfläche her. Ist auch ein anderer Kunststoff wie die von Games Workshop. Und die Figuren, die wirken, finde ich, so ein bisschen, also die Base ist hart, aber die Figuren an sich, das ist witzig, die wirken so ein bisschen gummimäßig. Also nicht, dass man sie jetzt quasi auf den Boden schmeißt und dann springen sie weg, aber schon sehr dicht
und ja, ein bisschen flexibel auch. Da bin ich sehr gespannt, wie die Farbe drauf hält. Aber ich denke, wenn man sie einfach mal vernünftig grundiert als Basis, dann müsste das auch ganz gut funktionieren. Die Konturen sind nicht so scharfkantig wie die Figuren von Games Workshop zum Beispiel. Aber der Detailgrad, ja, der reicht auf alle Fälle. Also mir zumindest. Wenn man die jetzt nur in die Vitrine stellt, dann ist es wahrscheinlich nicht detailliert genug. Dafür gibt es dann die Resinfiguren. Aber als Spielfiguren sind die auf alle Fälle in Ordnung. Ich würde sie jetzt, keine Ahnung, auf einer Skala von 1 bis 5, vielleicht so auf eine 3 bis 4, na, tendenziell eher zu 3, so ungefähr eine 3 würde ich ihnen geben. Sagt aber jetzt nichts über die über das Design der Figuren aus, sondern einfach die Qualität der Figuren. Man sieht zum Beispiel auch an den Stellen, wo die Gussmasse, also wo der Zulauf quasi ist, da kann es sein, dass die Figur so ein bisschen Löcher hat. Das zeige ich euch auch gleich noch. Aber da kann man, also entweder das stört einen einfach nicht, aber für mich, wenn ich die Figur bemale und mir die Mühe dafür mache, dann möchte ich, dass solche Fehler in der Oberfläche auch einfach weg sind. Und da gibt es entweder Liquid Green Stuff, Multiputty oder anderes Green Stuff. Und dann kann man das irgendwie so ein bisschen wegmodellieren. Also natürlich muss man erstmal die Gussgrate wegmachen und dann diese Fehler ausgleichen. Ja, da habe ich einiges jetzt zu tun. Gut. Aber, okay, jetzt schauen wir uns mal so eine kleinere Figur an. Ob die auch so ein bisschen gummimäßig ist. Ja, die ist... Okay. Die scheint direkt auf dem Base drauf gegossen zu sein. Ja, genau, man hat da auch hier die Trennlinie. Also ich vermute mal, dass das in einem Guss hergestellt worden ist. Wohingegen bei dem hier, der ist verklebt auf dem Base. Genau, aber das ist einfach produktionstechnisch. Ja, gut, aus den Figuren kann man... Es ist halt nicht so fein detailliert wie zum Beispiel Kingdom Death. Da ist schon noch ein guter Qualitätssprung da. Also Kingdom Death Monster würde ich sagen ist... Ja, also natürlich gibt es auch bessere Figuren wie die Figuren von Kingdom Death Monster. Ich habe noch nicht alle Figuren gesehen, die es gibt. Ja, klar. Kingdom Death Monster ist ganz, ganz vorne mit dabei. Also die würde ich tendenziell auf die 5 setzen, zusammen mit Games Workshop. Ja, und die sind halt dann so zwischen 3 und 4. Ja, wenn ich zwischen 3 und 4 sage, dann kann ich gleich eine Skala bis 10 machen, oder? Ja. Zum Spielen, denke ich, wird es auf alle Fälle reichen. Dann, das ist zum Beispiel ein Heldencharakter. Ja, da muss man schon einiges tun mit den Gussgrate. Und die steht, also es schaut so aus, als würde sie ein bisschen schief dastehen. Aber das ist einfach die Dynamik der Figur und mit den Flügeln, das passt schon auch. Was ja auch für viele wichtig ist, ist, dass die Figuren zusammengebaut sind. Das heißt nicht wie bei Kingdom Death Monster. Sorry, dass ich es immer vergleiche, aber es ist halt auch ein Dungeon Crawler, ein Boss Battler mit vielen Figuren. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, was viele Leute freuen wird, ist, dass die Figuren schon zusammengebaut sind, halt nicht angemalt, aber man kann mit den Figuren direkt, wenn die Box kommt, kann man sie aufbauen und losspielen. Bei den Resin-Kits ist es nicht so, die muss man zusammenbauen, kleben, sonst kann man damit nichts anfangen, außer halt vielleicht die Karten nutzen. Aber die Standardfiguren, die sind sofort nutzbar. Genau, in der Box sind jetzt 3 weitere Helden drinnen. Und nochmal Zusatzfiguren. Da ist zum Beispiel auch ein Schwert drin, das im Boden steckt. Oder schaut irgendwie aus wie so eine, keine Ahnung, Briefträgerin. Ja. Ich würde sagen, die Figuren sind auf einer Skala von 1 bis 5. 3. Das ist witzig.
Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass die Schachtel nicht so lang ist, wie sie breit ist. Warum macht man sowas? Naja, egal. Dann ist das so. So. Ja, ich glaube, die Würfel brauche ich euch nicht zeigen. Das ist nicht so spannend. Aber vielleicht interessiert sich ein Bäcker der ersten Edition für das Update-Pack. Dann schauen wir da doch direkt mal hinein. Also wie schon vorher gesagt, das Artwork finde ich schon sehr schick. So, da ist auch jede Menge Zeug drinnen. Das ist eigentlich für die Besitzer vom ersten Kickstarter und im Endeffekt ist das komplette Material vom ersten Kickstarter auf die Version 1.1 hochgezogen und das müsste auch das gleiche sein, was in der Grundbox drin ist, die ich jetzt bekommen habe. Aber das werde ich mal abgleichen. Wenn das tatsächlich so ist, dann ja, werde ich das wahrscheinlich einfach so wieder verkaufen, aber wenn da Teile drin sind, die ich so jetzt noch nicht habe, dann mach's gut, dass ich es mitbestellt habe. Ja, jede Menge Token sind hier drinnen. Ja, da ist dann auch eine Anleitung. Und ich denke mal, da steht jetzt auch drinnen die Adventure Sheets. Und hier ist, genau, wie man das Update-Pack nutzt. Und auch ganz cool, hier am Rand gibt es ein Register. Da findet man die Sachen also leicht. Und ich weiß nicht, geht es euch auch so? Also hier sind auch wieder diese rot bemalten Kästchen, die man ja nicht lesen kann, wenn man nicht diesen roten Decoder hat, wie bei Cantaloupe zum Beispiel. Aber ich kann es einfach lesen. Da steht zum Beispiel Gain an Ubiquis Plank. Also, gut. Es ist ein bisschen mühsam, die Sachen zu lesen, aber es funktioniert. Also, ja, vielleicht sind meine Augen irgendwie kaputt, komisch, wie auch immer. Besonders. Also hier die Gebrauchsanweisung für das Update-Pack. Dann ein paar Adventure-Sheets mit den Flags und das Gold und wer mitspielt, Injured, Unselectable. Also man hat anscheinend eine Party an Leuten und die erlebt diese Abenteuer. Und dann sind manche wohl mal verfügbar zum Spielen und manche sind nicht verfügbar, je nachdem wie sich die Geschichte entwickelt. Was auch ganz schön ist, das sind ein paar Marker und die hier, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, die sind glänzend. Also einfach nochmal ein anderes Finish drüber. Wirkt auch ganz cool. Oder hier zum Beispiel beim Sprengstoff, da ist der Sprengstoff auch nochmal mit so einem Glanz versehen. Ja. Schaut schön aus. So. Dann sind hier die Heldenkarten drin. Das sind die, die auch schon beim Kickstarter 1 Promo Pack mit drin waren, die drei. Schauen wir mal, ob das dann ganz genau die gleichen sind oder ob es Unterschiede gibt. Und dann sind das die Helden, die sonst im Grundspiel drin sind. Witzigerweise sind auch Standys drin. Also entweder waren die in der ersten Version nicht so gut oder gehen schnell kaputt und deswegen haben sie nochmal ein Pack mit Standys reingepackt. Die Standys braucht man für... Es sind nicht alle Charaktere und alle Monster, denen man begegnen kann, sind als Figur mit drin. Was ich gut finde auf der einen Seite, weil du einfach nicht so mega viel Platz und Plastik und überhaupt brauchst. Ihr habt ja gesehen, die Kiste ist schon schwer genug. Für manche Leute wird es vielleicht nicht so toll sein, weil sie gerne alle Figuren als Figur haben wollen. Und da, glaube ich, gab es im Kickstarter auch die Möglichkeit, dass man quasi nochmal so ein Figurenpack dazu kauft. Das habe ich mir aber hoffentlich gespart, also ich denke schon. Genau, hier wieder das Gleiche, erstmal eingeschweißt und dann kommen die in Tütchen rein.
Dann sind hier die Hidden Cards. Das ist so ein bisschen, also es gibt ja dieses Adventure Book, durch das man durchblättert. Und dann gibt es die Large Hidden Cards und es gibt auch noch Medium Hidden Cards. Und es gibt bestimmt auch irgendwo Small Hidden Cards. Und das sind Karten, die schaltet man quasi im Laufe des Spieles einfach frei. Und dann genau Small Hidden Cards. Und dann kommen sie in den entsprechenden Stapel mit dazu. Das ist so ein bisschen ein Progressions... Legacy ist es nicht wirklich. Manche würden Legacy dazu sagen. Aber Legacy ist für mich tatsächlich, wenn du Sachen zerstörst und ein Spiel komplett veränderst. Und das ist eher so ein... ja, Progression-Ding. Ja, gibt's. Dann hat man hier die verschiedenen Heldenkarten. Also alles gedruckte Material, bis auf das Regelbuch, das im Grundspiel mit dabei ist, das eine Überarbeitung erfordert hat, ist jetzt hier nochmal mit drinnen. Das ist auch aus dem Promopack. Das darin nämlich auch ist auch aus dem Promopack. Ja, und den Rest werde ich dann vermutlich erkennen, wenn ich das Grundspiel aufmache. Und vielleicht mich auch ein bisschen damit beschäftigt habe. Werfen wir mal einen Blick auf die Resin-Kits. So, was haben wir hier? Well, hello there, you gorgeous specimen. Thank you for backing our campaign. We hope you enjoy our Midara Resin Kit. For assembly instructions, please visit Sukubus Publishing. And of course, always remember to stay sexy. Ganz cool, das war ja bei King and Death Monster zum Beispiel am Anfang ein bisschen eine Schwierigkeit, die verschiedenen Figuren zusammenzubauen, bis dann ein, ich glaube es war ein Fan, der hat dann einfach eine Seite aufgezogen und gezeigt in guten Aufbauanleitungen, wie man die Figuren aufbaut. Und da hat Succubus Publishing anscheinend auch draus gelernt und hat das direkt gemacht. Ja, die Resin Kits, ja, die schauen natürlich schon mal ganz anders aus wie die Plastikfiguren. Ja, alleine so Flügel. Das ist jetzt, na genau, also bei Resin müsst ihr immer gucken. Resin ist relativ spröde und kann deswegen auch leicht brechen. Das heißt, wenn ihr mit Resin arbeitet, seid extra vorsichtig, arbeitet nicht mit zu viel Kraft an unnötigen Stellen, weil sonst ist eure Figur kaputt. Ja. Außerdem ist es so, dass Resin aufgrund seiner Herstellung, das hat ein Trennmittel normalerweise auf der Oberfläche, damit es aus der Form rausgeht. Und dieses Trennmittel verhindert, dass man die Figuren schön bemalen kann. Das heißt, wenn ihr eine Resinfigur gesäubert habt, dann müsst ihr sie erst waschen. Gibt es verschiedene Anleitungen im Internet, könnt ihr einfach mal gucken, wie man Resinfiguren am besten bearbeitet. Aber das beachtet auf alle Fälle, bevor ihr die Resinfiguren bemalt, dass ihr die schön sauber macht. Außerdem ist es bei Resin auch oftmals so, je nach Herstellungsprozess, das war früher bei GW, war das eine Katastrophe, da gab es ja von Forge World, es war eine kleine Subfirma von Games Workshop, glaube ich, und die haben Figuren gemacht, die nicht im normalen Sortiment drin waren, also irgendwie so Spezialeinheiten oder ganz besonders tolle Schulterplatten oder was du eigentlich nur brauchst, deine Armee zu verschönern. Und da ganz früher war das ganz schlimm mit der Gussqualität. Und zwar hast du in Resin oft mal Luftblasen drinnen. Und wenn die natürlich zur Oberfläche kommen und dann aushärten, dann hast du im Modell Löcher drin. Du hast keine Details mehr, es ist einfach nur ein Loch im Modell. Und hier sehe ich jetzt auch so ein kleines Loch. Aber wenn sich das im Rahmen hält, dann ist das schon in Ordnung. Also viele Sachen kann man ja auch ausbessern, wie ich euch schon gesagt habe, mit Green Stuff oder Multiputty. Aber bei Games Workshop war das früher, das war echt schlimm, ja. Und hier schaut es jetzt gar nicht so tragisch aus. Also vielleicht war das auch nur, vielleicht ist das auch gar kein Loch. Ja, aber Resin ist nicht nur schwieriger zum Bearbeiten, sondern, mein gut, wenn ihr euch Resinfiguren kauft, dann habt ihr eh Bock drauf, die richtig schön zu machen, die richtig cool zu bemalen. Ansonsten kauft ihr euch sowas nicht. Ich meine, die kostet 20 Euro, die Resinfigur. 20 Dollar. Und für eine Figur. Die schaut cool aus, die hat super Details. Aber
wenn man keinen Bock drauf hat, die Figuren anzumalen, dann wird man sich das nicht kaufen. Wird man sich das, also, vielleicht seid ihr da anders drauf, aber ich würde das nicht machen. Also da habt ihr auf alle Fälle mehr Arbeit damit, wenn ihr euch die holt. Aber dafür wird das Ergebnis halt auch richtig cool. Hier habe ich jetzt den Engel rausgeholt. Der wird dann am Schluss so ausschauen. Das ist Casual Remy Resin Kit. Remy Moretti. Bogenschütze. Was auch ganz witzig ist, man hat hier natürlich ein Base. Bisschen schade, dass das überhaupt nicht modelliert ist. Also da ist gar nichts drauf. Und dann hat man hier nochmal ihre Waffe. Und das ist ein ganz anderer Kunststoff. Spannend. Das könnte... Schaut ein bisschen so aus, wie wenn es 3D gedruckt wäre. Da werde ich nochmal gucken. Ja, ist so ein bisschen leicht durchsichtig. Und man erkennt auf der Oberfläche diese typische Struktur von dem Resindrucker. Also das hat die hier nicht, das ist gegossen und das ist vermutlich gedruckt. Gut, aber wissen tue ich es natürlich nicht. Das ist nur mein erster Eindruck davon. Ja, aber das ist schon mal eine coole Figur. Gehen wir weiter. Wo es auch Resinfiguren gab, war bei Shadows of Brimstone. Da waren die Charaktere, also die Sondercharaktere, nicht die, die im Grundspiel drin sind, waren aus Resin. Firmen machen das oft, weil sie... Bei Kunststofffiguren brauchst du eine gewisse Anzahl, damit sich das lohnt, diese Form zu machen. Und bei Resinfiguren, die kannst du auch in kleineren Stückzahlen machen. Und bei Shadows of Brimstone war es halt so, dass man, das waren zum Teil Kickstarter Stretch Goals, das waren Optional Buys und es war halt nicht in der normalen Linie von ihnen drinnen. Und deswegen haben sie vermutlich manche Helden aus Resin gemacht und andere Helden aus Kunststoff. Resin erlaubt ja normalerweise viel bessere Details, aber anscheinend haben die Leute von Flying Frog Productions, zumindest bei dem damaligen Kickstarter, das war der erste Shadows of Brimstone Kickstarter, und zwar der Mind Chart Level, also auch wieder mit allem drinnen. Und da waren die Figuren auch aus Resin und die waren von der Qualität her echt mau. Also ich kann euch da jetzt dann vielleicht gleich nochmal einen im Vergleich dazu zeigen. Aber da war ich schon sehr enttäuscht, da waren auch ein paar drinnen. Da habe ich mir eigentlich mal vorgenommen, dass ich Flying Frog anschreibe und sage, hey, wie schaut es denn aus? Schickt mir da doch Ersatz bitte, weil die einfach kaputt sind. Ja, und dann habe ich Shadow of Brimstone gespielt und das, was mit dabei war, hat mir eigentlich eh schon gereicht, weil so krass viel Zeug dabei war. Und dann habe ich das halt bisher aufgeschoben. Eigentlich sollte ich das nochmal machen. Dann schauen wir weiter. Die nächste Figur. Dann haben wir hier, das ist so ein Muskelprotz. Also cool, da sieht man sogar dann auch die Schnürsenkel richtig gut und die Fransen von der Jeans. Die Muskeln sind schön detailliert und dann haben wir noch so eine Kette auf der Seite. Ja, das schaut auf alle Fälle cool aus. Und dann ist da noch so eine Löwendame dabei. Da muss man ein bisschen mehr machen. Also es ist vor allem hier unten, wo die Formen zusammen, also der Gussgrad, wo der Gussgrad entsteht. Der Gussgrad auf der Figur ist normalerweise nicht so krass, wie bei normalen Kunststofffiguren. Aber dafür bleiben halt auch so hauchdünne Folien im Endeffekt stehen, weil Resin halt auch, wenn es relativ dünn ist, härtet das so aus, dass es noch am Modell dran bleibt. Ja, und da witzigerweise, also den Entscheidungsprozess wüsste ich ganz gerne mal, die Waffen von dem Typen sind aus Metall. Also irgend so eine Zinnmischung wahrscheinlich, wie bei Games Workshop früher auch. Aber da hatten wir jetzt auch wieder die Kombination aus Resin und Metall. Ja, warum er die jetzt dann zum Beispiel nicht 3D gedruckt hat, keine Ahnung. Das kann ich euch nicht sagen. So, das ist, wer ist das jetzt? Dun, 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 dun. Das ist der gute Rock and Zuri. Scheint wohl eine Figur im Spiel zu sein. Genau.
Ja, das mit dem Base finde ich tatsächlich ein bisschen schade, dass es kein modelliertes Base ist. Okay, das ist auch interessant, weil die sind im Zipbeutel und das ist eingeschweißt. Dann machen wir die mal später. Das ist einfach nur, das ist auch wieder eingeschweißt. Das ist, auf mich wirkt es so ein bisschen, wie wenn das jemand in der Garage gepackt hätte. Und je nachdem, was er gerade zur Hand hatte, hat er es dann verpackt. Also das ist auch wieder so eingeschweißt, das ist auch eingeschweißt. Upsi, da haben wir wieder einen im Zipbeutel. Machen wir den einfach mal weiter. So, das ist der Zeke. Casual Zeke. Das ist die hier. Das ist der Junge mit dem großen Schwert. Also Final Fantasy VII Style. Und der hat auch wieder Metall. Das, der hat, also die Figur hat einfach nur das Gesicht quasi. Natürlich die Arme und so weiter. Und aus Metall hat man dann den Kopf mit dem Cappy und die Bänder, die hinten runterhängen. Das ist sehr witzig. Aber auch super detailliert, also auch die Jacke, dann die Hose hat Risse und ein Loch am Knie, wo dann der Stoff so runterhängt. Also Resinfiguren sind schon, haben viel Potenzial, wenn man gescheit bemalen kann. Und da sehe ich schon, da muss ich erst noch, dass ich auch mal wieder reinkomme, weil ich male immer mit relativ großen Abständen immer nur Figuren an. Aber da muss ich erst wieder reinkommen, bevor ich die Figuren anmale, weil das wäre einfach schade. Dann machen wir weiter. Also vielleicht sollte ich den Seki Baba da auch mit reintun. Die hat jetzt wieder 3D-gedruckte, also resin-gedruckte Sachen mit dabei. Und zwar ist es die Sku. Die Sku. Schauen wir uns mal die Figur an. Naja, genau. Oder? Casual Nightingale. Genau, Nightingale. Ja klar, Sku ist ja Succubus. genau, Casual Nightingale. Die Dame hier. Und da hat man, wie gesagt, dann, das ist ihre Kette mit einem Kreuz dran. Spannend. Ah, okay, die hängt ihr, das ist eine größere Kette, die hängt jetzt nicht nur hier, sondern. Und die Hörnchen, die sie hat, die sind auch nochmal Resin gedruckt. Ja, die hat eine fette Sichel dabei, so eine Dämonensichel. Und wieder einen Wolfs... Quatsch, einen Löwenschwanz oder irgendwie sowas. Ja. Als nächstes machen wir, gut, jetzt sind alle eingeschweißt, also es sind einfach Tütchen und dann ist hier einmal drüber geschweißt worden. Muss ich dann einfach mir ein paar Zip-Beutelchen besorgen, dass die Figuren dann auch gescheit eingepackt sind. Count Delf, Count Delf. Das ist er hier. Und der erinnert mich ein bisschen an Castlevania. Dracula himself. Das heißt, er hat auch einen schönen ausladenden Mantel. Genau, auf so Oberflächen sieht man dann ganz gerne mal so ein paar Resin-Gussfehler. Das ist auch hier so, da hast zwei Löcher sind hier drinnen. Aber nichts, was man nicht reparieren könnte. Ja, zwei große Teile sind schon mal einfach nur Mantel. Und dann die Hauptfigur.
Super. Ja, schön. Schön, schön gemacht. Und die Größe der Figuren finde ich auch ganz cool. Die wirken für mich jetzt ein bisschen größer wie Games Workshop-Figuren und auch ein bisschen größer wie die von Kingdom Death Monster. Und deswegen hat man es ein bisschen leichter, die Details dann auch zu bemalen. Gut, man braucht mehr Farbe, aber bis ich die Farbe verbraucht habe, ist sie eher eingetrocknet. Das ist die Coven Mother. Die aufreizende Dame hier. Da bin ich gespannt, wie ich das anmale. Oh, die, ja, das, das, mir würde es tatsächlich besser gefallen, wenn die Damen nicht ganz so üppig ausgestattet wären. Ja, man kann es doch einfach ein bisschen besser proportionieren, also weniger. Das ist völlig unnötig. Aber gut. Und hier dann die ganzen Anbauteile, noch mehr Schleimtentakeln und ihre Beine und Hände und... Na, die hat so Klauen. Schaut auch ganz cool aus. Gut, was will man erwarten, wenn man ein Spiel von einer Firma backt, die Succubus Entertainment heißen? Und vielleicht ist es, also ich hoffe, dass das Spiel halt dann entsprechend gut ist. Über das kann man hinwegsehen. Und wie gesagt, die Jungs sind ja auch ganz gut gebaut. Dann haben wir hier eine Dame mit einer kleineren Oberweite. Das ist doch auch mal schön. Und zwar ist das... Genau, die Girtia the Imprisoned Witch. Ich hoffe, ihr seht es überhaupt, wenn ich das so in die Kamera halte. Ansonsten gibt es dann nochmal ein paar Details. Hier auch wieder ein Teil mit dem Resindrucker und der Rest gegossen. Und die hat jetzt auch mal modelliertes Base. Genauso wie die Coven Mother. Hätte ich ja jetzt eigentlich überall gemacht. Aber gut, ist natürlich auch aufwendig. Ah, cool, bei der sieht man sogar, die hat quasi so Einritzungen auf der Haut. Ah, super detailliert auch wieder. Ja, großartig. Cooles Modell, das gefällt mir. Das finde ich ein richtig cooles Modell. Hier nochmal. Ja, da muss man schon auch gut aufpassen, wenn man das überschüssige Resin wegschneidet. Ja. Das ist eh so eine Sache. Wie verstaut ihr denn eure Figuren? Oder wie macht ihr das, wenn ihr mal auf einen Spieleabend geht und so ein Spiel mitnehmt? Nehmt ihr solche Spiele überhaupt mit auf Spieleabende? Oder werden die nur bei euch daheim gespielt? Habt ihr eine Vitrine, wo ihr eure Figuren reinstellt? Also bei meiner Vorstellung habt ihr schon gesehen, dass ich hier eine Vitrine stehen habe, aber die ist halt schon randvoll. Ich bin schon immer überlegen, ob ich da nicht irgendwie ausbauen will. Aber dann kommt auch immer die Frage, ja, was mache ich dann zum Beispiel, wenn ich umziehe? Ja, dann habe ich die Figuren da und muss schauen, dass ich die irgendwie transportieren kann. Klar, es gibt sowas wie Feldherrenkoffer und die gibt es auch in allen möglichen Ausführungen. Aber das kostet ja, also es ist ja auch nicht günstig, wenn ich mir da jetzt quasi Schaumstoffboxen irgendwo reinstelle und die muss ich auch irgendwie lagern. Also es wird dann einfach alles noch größer und größer und größer. Was habt ihr denn da für eine coole Lösung? So, hier haben wir den, das ist irgendwie so ein Wolf oder so. Dreamwalker Limn. Haben wir hier. Ich werde bestimmt die ganzen Namen komplett falsch aussprechen, aber so what. Und da hoffe ich, das sieht man hier auf den Flächen,
dass sich Resin auch manchmal so ein bisschen wellt. Und wenn man dann zwei Flächen hat, die man quasi glatt aneinander kleben müsste, dann klappt das meistens nicht. Das heißt, da muss man dann auch nochmal ordentlich nacharbeiten, dass man die Flächen vernünftig zusammenbekommt. Ja, aber mal ein bisschen größeres Modell, das steht quasi auch auf zwei Bases. Auf dem Cover hier ist noch ein Mädel mit drauf, aber ich vermute mal, dass die sich ineinander verwandeln können und dass sie halt jetzt gerade in ihrer Wolfsfigur rumläuft. Vielleicht ist es auch gar kein Wolf, also für mich schaut es wie ein Wolf aus. So, die High Priestess, die hat gleich mehrere Arme. Genau, die lasse ich vorerst jetzt mal zu. Das braucht man eigentlich, ich brauche euch ja nicht zeigen, was da... Was, das sind halt ein paar Karten noch mit drinnen. Genau, die High Priestess hat auch wieder Resin gedruckte Sachen. Und das ist schon mega filigran. Leck am... Boah, ey. Da muss man mega aufpassen. Ja, Resin ist nicht ganz easy zum Handhaben. Und als letztes noch die Tomoe The Lost Resin Kit. Bogenschützin. Schaut auch echt ganz cool aus. Und auch wieder Resin gedruckt und Resin gegossen. Gedruckt ist die Hand mit Pfeil und der Bogen von ihr, wobei das ein super kleiner Mini-Bogen ist. Und ja, ich mag das auch, diese fließenden Gewänder, das schaut schon auch ganz cool aus. Ah, Strapse. Wobei da schaut es zum Beispiel auch so ein bisschen aus wie Resin gedruckt. Aber dann verstehe ich nicht, warum man... hier diese Zuflussbereiche, die Zuflussstege hat. Na, vielleicht wisst ihr das ja genauer. Ja, das waren die Resin Kits. Als nächstes schauen wir mal in die Neoprenmatten rein. Da sind 4 Stück drin, also für jeden Charakter eine. Beziehungsweise für jeden Spieler eine. Man riecht schon diesen typischen Geruch nach Neoprenmatte. Das ist ja auch so, wenn ihr euch ein Mauspad holt. Aber normalerweise dünsten die immer ganz gut aus. Kann man dann einfach mal, keine Ahnung, vielleicht mal eine Nacht auf dem Balkon legen oder so. Ja. Das ist die Matte. Riecht gar nicht so schlimm. Man riecht den Gummi, also hier von der Seite. Gut, die Ränder werden wahrscheinlich relativ anfällig sein. Es ist nicht so, dass das umnäht ist, wie zum Beispiel bei Too Many Bones. Aber die Farben sind schön kräftig. Es scheint auch alles soweit ganz gut aufgeteilt zu sein. Ich habe Midara noch nicht gespielt, deswegen kann ich nicht beurteilen, ob das wirklich Sinn macht, diese Matten sich zu holen. Aber ich glaube, sie haben 20 Euro gekostet für 4 Matten. Und... ja, zur Not sind sie auch einfach schnell wieder verkauft. Genau. Das wäre die erste Matte. Die zeige ich euch jetzt gleich nochmal ein bisschen im Detail. Wie gesagt, es sind insgesamt 4 Matten drin. Und da bekommt dann jeder Spieler eine von diesen Matten. Wahrscheinlich, ups, jetzt liegt einer unterm Tisch. Wenn man es dann so macht, hier ist ganz schön nah am Rand. Da stimmt der Print nicht hundertprozentig. Die sind ziemlich nah am Rand, die Felder hier. Da wäre es schön gewesen, wenn sie ein bisschen mehr Platz gelassen hätten. Ja, und das franzt schon so ein bisschen aus. Also, Print ist gut, Geruch ist gut. Die Kanten könnten ein Problem werden. Vielleicht berichte ich da in einem von meinen aufgetischt, wenn ich das dann ein paar Mal auf dem Tisch hatte. Ja, aber die Artworks darauf finde ich ganz gut und es wirkt auch sehr strukturiert aufgebaut. Genau,
die Artworks. Sieht man hier. Und dann ist hier die Spielfläche. Ja, was ich auch immer ein kleines Problem habe, ist, wie lagere ich denn die Matten? Zum Beispiel die von Rising Sun, da habe ich einfach die Pappröhre noch stehen und es steht hier im Eck, also die ist aufgeräumt. Aber je mehr Matten man natürlich hat, desto mehr Platz braucht man da auch. Bei den kleinen Matten, ich denke mal, die werde ich hier drinnen lagern und dann auch einfach aufgerollt, wie man sie bekommen hat. Also wenn ihr da irgendwelche coolen Ideen habt, ja, da hast du nämlich jetzt schon wieder das Problem, dass du die so eng rollen musst, dass die da reinpassen. Ansonsten reiben sie sich vielleicht ab. Naja, ich werde mir da irgendwas einfallen lassen.